Hey ho, meine Lieben, heute fangen wir mal mit einer Handführung wieder an. Wir machen Rips bis zum Umfallen. Ja, zumindest Reste von Rips. Das ist wieder ein Gefriertruhenfund. Zum einen haben wir hier, ihr erinnert euch vielleicht an das Video mit den 2-Euro-Rips, Beef Rips. Da haben wir ja noch die zweite Packung gehabt und die werden heute hier gemacht. Eingestellt auf 70 Grad. Und dann habe ich hier noch was gefunden. Ja, da hat irgendeiner nicht so genau gewusst, wie er Schweinchen zerlegen soll und hat die Rips vom Schweinchen, ja, mehr oder weniger klein gehackt. Ja, die Schmeier habe ich jetzt auch mit hier einvakuumiert und mit ins Bad reingeschmissen. Wie gesagt, alles auf 70 Grad. Wenn das dann durch ist, ja, so 2, 3, 4 Stunden, je nachdem. Gerubbt habe ich übrigens mit den Rip Rub Hurra vom Klaus, dass der auch mal verwendet wird. Und ja, also wie gesagt, mindestens 3 Stunden jetzt im Wasserbad und dann werden wir die ganz chillig, ganz gemütlich in der Grillkota angrillen und noch ein bisschen Farbe drauf bringen. Also, wenn die hier soweit fertig sind, dass sie rauskommen, hole ich euch wieder dazu. Hier wären wir jetzt auch gleich soweit. Ich weiß jetzt nicht einmal mehr, ob das 3 oder 4 Stunden jetzt hier drin war. Ja. Und die holen wir jetzt alle komplett raus. Tun sie in unsere Schale rein. Und ja, dann können wir auch schon hinaus in die Grillkota gehen. Und was noch gemacht wurde in der Zwischenzeit. Ja, so spät haben wir es. Ein schönes Kartoffelgratin. So, Leute. Ja, das waren tatsächlich lächerliche 2 Euro wieder. Jetzt kommen die Opfer der Unwissenheit. Das war sogar noch ein richtiger kleiner Strang. Ja, das war's. Und mit dem gehen wir jetzt nachher in die Grillkota raus und tun das schön angrillen, dass es noch so richtig schön Farbe bekommt. Attacke. Tja, Freunde, 21,8 Grad gerade herin. Schön. Richtig gemütlich. Jetzt hoffe ich bloß, dass dann die Mädels auch bald einmal hier reinkommen. Damit ich das Fleisch draufhauen kann. Tja, was ist das Video für euch heute? Eigentlich bloß nettes Zugucken, wie wir uns heute was zum Essen machen. Also nichts Rausragendes. Ich hoffe, euch macht es trotzdem Spaß. Und naja, dann würde ich mal sagen, Fleisch ab auf die Grillfläche. Sagt jetzt bloß, ich habe die Cam nicht angeschalten, wo ich das Fleisch drauf habe. Ich glaube, ich breche zusammen. Naja, was habe ich vorher gesagt? Die Mädels sind noch nicht da. Ich habe jetzt trotzdem schon mal die ersten drauf, dass die vielleicht gleich fertig sind, wenn sie dann kommen. Und man muss halt extrem aufpassen bei dem Höllenfeuer, dass das Zeug hier nicht ankokelt. Also lang drauf ist es noch nicht. Tja, wer kennt das nicht, den Positionswechsel, weil es Fett runter tropft. Es nimmt schon Farbe an. Ja. Schön, schön. Die Sau tropft mal mächtig.
Lieber einmal zu viel gewendet als einmal zu wenig. Ich höre Schritte. Hi, hi. Hallo. Und wie weit? Ja, bald. Also meine Kartoffeln sind fertig. Ja, Leute. Ich werde euch dann halt euch wieder dazu holen, wenn es soweit fertig ist. Wie gesagt, drehen und wenden, damit so eine Möglichkeit nicht so schwarz wird. Rizia, was machst du da? Essen. Wieso naschst du unser Croton? Ja. Darf ich die Kamera hochschwenken? Da ist sie, der kleine Fresspopel. Tja, und jetzt sollte ich auch noch auf aus Versehen. So, jetzt sollte man dann so langsam das Fleisch runternehmen, glaube ich. Ja, wohl, geht schon noch, ein bisschen am Rand legen. Ja, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Röstaromen dürfen schon sein. Oh, lecker. Lecker Schmecker. Ja, und hier haben wir dann noch ein bisschen mehr. Schmeißen wir gleich hier das nächste rum drauf. Hier, das ist eine Kutsche. Oder muss ich den Doktor hinbringen? Wohl, bin jetzt fertig. Bevor es Die werden sind nicht Brikett. Die sind schon Brikett. Nein, die sind noch nicht Brikett. Ja, nimm da eins runter. Gib den Teller her. Und Leute, die sind mit Sicherheit nicht Brikett, die sind genau richtig. Bitte schön. Patricia, was magst du? Rips. Rind? Rind? Bitte schön. Sind fertig, oder Dirk? Die sollten sehr durch sein, ja. Die müssen durchsehen. Die waren ja vorher schön solid. Ich würde das Gratin teilen. Ja. Mir bitte auch gleich was auf den Teller, Gratin. Ja. Ein bisschen süß. Nicht so viel Kartoffel. Ich mag lieber Fleisch heute. Danke. Schatz, du hast es genau geschafft, dass dein Kopf abgeschnitten ist vom Display. Gott sei Dank. Also darfst du dich nicht bücken, sonst sieht man dich. Wo ist dein Kilo? Ich gebe mir das. Bitte schön. Fertig. Reicht schon erst einmal. Ja. So, dann schnappst du mir den Yoshi hier. Mehr. Gut, ja. Bekomme ich ein Besteck auch noch? Nein. Nein. Dankeschön. Und wie schmeckt das Rind? Lecker. Weich? Gut, perfekt, mittelmäßig. Gut. Wunderbar. Tja, Leute, und dann werde ich probieren, mein Schwein da. Oh, dann will ich mal. Heiß. Mhm.
Eine andere hätte es gesagt, groß und lecker wie vom Bäcker. Lecker Kartoffeln dazu. Tja, was will man mehr? Das lege ich, glaube ich, mal auf die Seite. Ja, und so wird jetzt Stück für Stück noch fertig gegrillt und verspeist. Weil eine Person kommt ja noch. Wohlgemerkt eine. Hey Patricia. Ja. Gut. Leute, wenn euch das Video soweit gefallen hat, einfach wie ich es vorher schon gesagt habe, ein dabei sein. Dann einen Daumen nach oben, nettes Kommen da, Abos wären nicht schlecht und ja, schauen wir mal, vielleicht mache ich ja morgen nochmal was. Schatz, hast du schon eine Idee? Denken wir uns noch was aus? Schauen wir mal. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschaikowski.